Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zur dritten Ausgabe unseres Nachrichtenmagazins Total Fatal. Da eine Kollegin und ein Kollege des Redaktionsteams leider krank sind, habe ich beschlossen, Ihnen dieses Mal ausnahmsweise ein monothematisches Wochenmagazin zu präsentieren. Und hier ist mein Thema. Wenn aus Zerstörung Selbstzerstörung wird. Der aktuelle Anlass, sprich das Thema von heute, wird in den deutschen Medien kaum erwähnt. Deutsche Journalisten sind anscheinend der Meinung, es sei politisch inkorrekt, Muslime durch negative Nachrichten im Zusammenhang mit ihrer Religion in ihrem Schamgefühl zu verletzen und sie somit womöglich zu provozieren. Ich bin allerdings sicher, dass es nicht wenige Muslime gibt, die Tariq Ramadan, um den es hier geht, für das, was er getan hat oder getan haben soll, ich muss juristisch darauf achten, was ich hier sage, richtig verachten und offen darüber sprechen und sprechen wollen. Stattdessen dreht man wegen Layla, einem harmlosen, albernen und für mich nicht gerade geschmackvollen Lied, das angeblich sexistische Aussagen beinhaltet, komplett durch. Aber dass selbst die kleinsten Kinder mit solchen obszönen Szenen auf den jährlich veranstalteten Christopher Street Days konfrontiert werden oder mit dem Anblick von halbnackten muslimisch-schiitischen Männern, die sich jedes Jahr am Ashura-Fest mitten in den Fußgängerzonen Deutschland geiseln, sind für die Moralrichter in diesem Land bedenkenlos. Denn bei dem einen handelt es sich um eine Ideologie, die von der Führungselite in diesem Land unbedingt durchgesetzt werden soll und bei dem anderen schlicht und einfach um sogenannte Religionsfreiheit. Zurück zu der Person, um die es heute geht. Tariq Ramadan. Schweizer ägyptischer Herkunft, am 26. August 1962 in Genf geboren und hat den Ruf der Islam-Experte deines Vertrauens. Kaum ein westliches Medium interessierte sich ernsthaft dafür, dass es sich bei diesem verkappten Hardcore-Islamisten Tariq Ramadan um einen Verharmloser der Muslimbruderschaft und Vordenker des Islamismus in Europa handelt. Auch als er jahrelang auf Veranstaltungen vieler in Europa agierenden islamisch-radikalen Organisationen als Hauptredner auftrat, blieb er weiterhin der gefragteste Gast in Talkshows zu den Themen Islam. Monsieur Ramadan, bonsoir. Merci d'avoir accepté mon invitation. Nun hat die Pariser Staatsanwaltschaft den selbsternannten Islamwissenschaftler Tariq Ramadan angeklagt. Der Vorwurf: Vergewaltigung von 4 Frauen in der Zeit zwischen 2009 und 2016. Interessant für mich, dass ich von der aktuellen Anklage der Pariser Staatsanwaltschaft von arabischen und erst danach von schweizerischen Medien erfahren habe. In den deutschen Medien habe ich zur aktuellen Anklage der französischen Staatsanwaltschaft bisher, also bis heute, nichts gefunden bzw. finden können. Meine Damen und Herren, der Fall Tariq Ramadan und die Geschichte seiner Familie, die zuerst in Deutschland, dann in der Schweiz Asyl bekam, zeigt, wie weit der Westen im und oder am Aufbau von islamistischen Strukturen im Nahen Osten, aber auch in Westeuropa aktiv mit involviert war und noch ist und wie der Westen den Hauptteil an der Destabilisierung des Nahen Ostens trägt. Mehr dazu später in diesem Beitrag. Es ist ein Industriebau in Berlin-Wedding, den der Verfassungsschutz im Visier hat. In dem Gebäude befinden sich islamische Einrichtungen, Vereine, Kulturzentren, Bildungsstätten, ein Verlag und eine Moschee. Einige der Mieter hier sollen dem sogenannten legalistischen Islamismus angehören, seien nach außen hin tolerant und gesetzestreu, verachteten in Wahrheit aber westliche Werte wie Demokratie, Freiheit und Selbstbestimmung, planten langfristig eine Herrschaftsordnung nach den Regeln der Scharia. Im Mittelpunkt der Geheimdienstbeobachtung im Wedding steht die hier ansässige deutsche muslimische Gemeinschaft. Diese ging aus der Moscheebaukommission hervor, deren Vorsitzender einst der Schwiegersohn von Hassan al-Banna war, dem Gründer der Muslimbruderschaft, deren Anhänger die weltweite Expansion des Islamismus vorantreiben wollen. Ob es der Muslimbruderschaft gelingt, den Westen einzunehmen, ist fraglich. Aber dass es ihr gelingen könnte, viele fragile Staaten im Westen zu destabilisieren, ist durchaus vorstellbar. Der politische Islam wird wahrscheinlich nicht herrschen, aber er könnte viel zerstören und die Aufnahmeländer auf den Stand des heutigen Nahen Ostens zurückwerfen. Tariq Ramadan erhält übrigens seit Jahrzehnten für seine legalistische Dschihadsarbeit vom Emirat Katar, wo demnächst die Fußball-WM stattfinden wird,
ein monatliches Gehalt in Höhe von 35.000 Euro. Zahlstelle Qatar Foundation. Interessant auch die Fluchtgeschichte seines Vaters Said Ramadan nach Deutschland zu betrachten. Der Vater war ein hoher Vertreter der Muslimbrüder. 1954 flüchtete er nach Deutschland. Die deutschen Behörden gewährten ihm politisches Asyl, obwohl sie wussten, dass seine Organisation für einige Terrorakte in Ägypten verantwortlich war. Die Deutschen handelten bei der Asylgewährung sicherlich auf Anweisung der Amerikaner. Das ist ähnlich wie bei der Entscheidung, Gastarbeiter aus der Türkei aufzunehmen. Das ist auch damals gegen den Willen der damaligen deutschen Politiker beschlossen worden. Es waren die Amerikaner, die die Türkei unbedingt in der NATO einbinden wollten und der deutschen Politik die Direktive erteilten, mit der Türkei ein Gastarbeiterabkommen zu unterzeichnen. Aber das wäre ein Thema für eine extra Sondersendung. Jedenfalls wussten die deutschen Behörden, dass die Muslimbruderschaft eine Terrororganisation ist und dass es der Grund war, warum sie durch den damaligen ägyptischen Präsidenten Gamal Abdel Nasser verboten und politisch verfolgt wurde. Von Nasser, der ein erbitterter Gegner der Islamisten war, stammt übrigens die berühmte Rede, in der er sich über die Aufforderung der Islamisten zum Hijab tragen lustig machte. وقابلت المرشد العام للإخوان المسلمين أول حاجة قال لي يجب أن تقيم الحجاب في مصر وتخلي كل واحدة تمشي في الشارع تلبس طرحة قلت له يا أستاذ أنت ليك بنت في كلية الطب مش لابسة طرحة ولا حاجة ما لبستهاش طرحة ليه؟ إذا كنت أنت مش قادر تلبس بنت واحدة اللي هي بنتك طرح عايزنا ننزل ألبس 10 مليون طرح في البلد نفسك Nasser wusste, dass die Amerikaner zusammen mit den Saudis die radikalen Muslime in der islamischen Welt unterstützen und dass sie viel unternehmen, damit sie ihn stürzen und die Staatsgeschäfte an ein religiöses Oberhaupt übergeben können. Bereits 1953, also ein Jahr bevor Said Ramadan, der Vater unseres heutigen Thema-Protagonisten, Asyl in Deutschland beantragte, traf er sich mit dem ehemaligen US-Präsidenten Eisenhower im Weißen Haus. Für die Amerikaner galt Said Ramadan als Außenminister des kommenden religiös geführten Ägyptens. Damals war der Kalte Krieg bereits im vollen Gange und die Amerikaner glaubten, durch die Unterstützung von radikalen Muslimen mit Waffen, Logistik und auch mit der Gewährung von Asyl im Westen die Zuwendung der islamischen Länder zur Sowjetunion unterbinden zu können. Im Kampf gegen den Kommunismus war damals wie heute gegen Russland alles erlaubt. Präsident Nasser am Aswan-Staudamm, der das Antlitz Ägyptens verändern sollte. Nachdem der Westen den Kredit für den Bau dieses gigantischen Nilregulierungsprojekts verweigert hatte, finanzierte es die Sowjetunion. Die Dritte Weltnationen machten sich den Kalten Krieg zunutze, um sich Geld und Waffen zu beschaffen. Es war die Zeit, als man den Entwicklungsländern den Hof machte, um sie für sich und das jeweilige Lager zu gewinnen. Die Studienzeit in Deutschland nutzte der Vater von Tariq Ramadan, um wichtige Netzwerke der Muslimbruderschaft unter anderem in München aufzubauen. In der bayerischen Hauptstadt gelang es ihm, gemeinsam mit ehemaligen muslimischen SS-Veteranen die Moscheebaukommission e.V. zu gründen, aus der später die Münchner Moschee hervorgegangen ist. Mit der Münchner Moschee bildete sich der Brückenkopf, von dem aus sich die Muslimbruderschaft in westlichen Gesellschaften verbreiten konnten. Hier in Europa hatten sie die Möglichkeit, im Schutz des Rechtsstaates dauerhafte Strukturen zu entwickeln, die bis heute bestehen. Auch wie weit der politische Islam sensible deutsche Behörden infiltriert hat, wäre auch ein Thema für sich. 1958 zog Said Ramadan mit der Familie von Köln nach Genf in die Schweiz, um die Organisation der Muslimbruderschaft dort ebenfalls ausbauen zu können. Die Söhne Tariq und Hani setzten sowohl die legalistische Arbeit des 1995 verstorbenen Vaters als auch des 1949 ermordeten Großvaters fort. Der Großvater, sprich der Vater der Mutter der beiden Söhne, war niemand geringer als Hassan al-Banna, der Gründer der ägyptischen Muslimbruderschaft, eine der wichtigsten und einflussreichsten islamistischen Bewegungen des 20. und 21. Jahrhunderts. Meine Damen und Herren, vielleicht fragen Sie sich in diesem Moment,
wenn Sie die Sendung bis dahin angeschaut haben, was ich hoffe, was solche Dokumentation in einem Wochenmagazin zu suchen hat und was ist der wahre aktuelle Anlass dafür. Und ich sage Ihnen warum. Erstens, um Ihnen zu zeigen, dass niemand die Werte des Westens mehr verraten hat als der Westen selbst und dass sich dieser Verrat jetzt rächt. Die Rache hat quasi begonnen. Spätestens seitdem die Außengrenzen Europas gefallen sind. Da hat sich die zerstörerische Politik des Westens in Selbstzerstörung umgewandelt. Wir erleben eine unkontrollierte, massenhafte Flüchtlingswelle, die heute den Sozialfrieden in allen Aufnahmeländern und auch sowohl den Rest als auch den Sozialstaat aus den Angeln heben könnte. Heute müssen die Menschen in Deutschland die Erpressung dieser falschen Politik im Namen einer verlogenen Moral hinnehmen und dafür erstmal finanziell und später womöglich physisch bluten. Wir wollen nach Europa und werden dort für Unruhe sorgen. Drohungen, die der türkischen Regierung in die Hände spielen. Die EU versichert eilig, 5,6 Milliarden Euro der versprochenen 6 Milliarden überwiesen zu haben. Der Rest folge in Kürze. Der Druck an der Grenze zur Türkei dürfte dennoch hoch bleiben. Meine heutige monothematische Sendung ist aktuell, weil Deutschland und Westeuropa Millionen Menschen aus den islamischen Ländern aufnahmen und noch aufnehmen, die mehrheitlich die westliche Lebensart diametral ablehnen und die trotz der großzügigen Aufnahme einen Hass auf ihre Gastgeber empfinden. Sie machen ihre Gastgeber zu Recht für die Zerstörung ihrer Heimatländer verantwortlich. Und in der Tat, kein vernünftig denkender Mensch kann begreifen, warum der Westen Staaten wie Irak, Libyen oder Syrien zerstörte und eine Auswanderungswelle auslöste. Wenn wir ehrlich sind, müssen wir zugeben, dass die Nachkriegspolitik des Westens im Grunde ein Dauerspagat zwischen zerstörerisch und selbstzerstörerisch ist. Zerstörerisch ist die Politik des Westens, wenn zum Beispiel Deutschland dem Land Syrien seine besten Ärzte abwirbt und damit stiehlt. Ärzte, deren Ausbildung den syrischen Staat viel Geld kostete und die das Land dringend benötigt. Und selbstzerstörerisch ist, wenn Deutschland mit den über 5000 Ärzten über 1,5 Millionen mehrheitlich muslimische Syrer ins Land reinlässt, unter denen keine geringe Zahl Analphabeten oder Menschen mit geringem Schulbesuch sind, die schlussendlich die Sozialkassen stark belasten werden. Man bedenke, obwohl sie sich bereits 7 Jahren in Deutschland befinden, leben fast 2/3 aller erwerbsfähigen Syrer in Deutschland immer noch ganz oder teilweise von Hartz IV. Oder schauen wir bei den Libanesen, die seit fast 50 Jahren in Deutschland leben. Vor 12 Jahren lebten 9 von 10 Libanesen, unabhängig davon, ob sie echte Libanesen, Kurden oder Palästinenser sind, vom Sozialstaat. Heute dürfte es nicht viel anders sein. Zerstörerisch ist, wenn Deutschland die Abwerbung ausländischer Fachkräfte aktiv betreibt, ohne hinzuschauen, ob die Herkunftsländer gerade diese Fachkräfte dringend benötigen. Bei Faeser weiß man übrigens nicht, warum sie solche Tweets von der Leine lässt und ob sie wirklich nach ausländischen Fachkräften sucht oder ihren, wie ich meine, Selbsthass auf Deutschland damit stillen will. Bundesinnenminister Faeser will Fachkräfte mit ihren Familien ins Land holen, auch wenn sie über keine Deutschkenntnisse verfügen. Selbstzerstörerisch ist, wenn Frau Faeser mehr als 100.000 meist muslimische Migranten in Deutschland de facto einbürgern will. Ist das wirklich der richtige Weg, Illegale im Land einzubürgern, statt sie in einem rechtsstaatlichen Verfahren konsequent abzuschieben? Ausweisung und Abschiebung. Wir haben über 240.000 Personen, die vollziehbar ausreisepflichtig sind, die eigentlich schon gestern unser Land hätten verlassen müssen. Im vergangenen Jahr sind allerdings nur 23.000 Personen abgeschoben worden. Weniger als 10% der vollziehbar Ausreisepflichtigen sind also abgeschoben worden. Weniger als 10%. Man stelle sich vor, die Finanzbehörden würden so arbeiten. Nur bei 10% der Einkommensteuerbescheide würde vollzogen werden. Der Staat wäre bettelarm. Aber im Ausländerrecht machen wir das. Also im Bereich der Ausweisung und Abschiebung besteht aus meiner Sicht sehr großer Handlungsbedarf. Mit der Einbürgerung von Menschen, die mehrheitlich die kulturelle Identität Deutschlands ablehnen, schadet sich Deutschland massiv selbst. Denn bei der ersten ernsthaften Wirtschaftskrise könnten Verwerfungen wie bürgerkriegsähnliche Zustände von heute auf morgen ausbrechen.
Heute haben wir, meine Damen und Herren, dank der früheren legalistischen Aktivitäten der Familie Ramadan vor 70 Jahren schätzungsweise über 5000 Moscheen und muslimische Gebetshäuser in Deutschland. Selbstzerstörerisch ist, wenn der deutsche Staat, aber auch die Einheimischen nicht wissen, was in diesen Moscheen gesprochen wird und wie viele staatsfeindliche Aktivitäten dort ausgedacht und geplant werden könnten. Aber zugleich die einzige Opposition im Land durch Verfassungsorgane zu kriminalisieren, was für die Demokratie sowohl kurz- als auch langfristig absolut schädlich ist. Selbstzerstörerisch ist, wenn wir uns ständig belügen und zum Beispiel versuchen auszublenden, dass 2 von 3 politisch motivierten Straftaten islamistisch sind. Oder uns nicht einzugestehen versuchen, dass die linksextreme Gewalt zunahm, während wir Milliarden für den Kampf gegen Rechts ausgeben. Selbstzerstörerisch ist, wenn Gerichte entscheiden, dass eine offen bekundete Sympathie für den Islamischen Staat nicht strafbar ist, aber gleichzeitig zulassen, dass wir hier in Nordrhein-Westfalen Meldestellen für nicht strafbare Äußerungen eingerichtet werden, um unter anderem den angeblich antimuslimischen Rassismus quasi in Gedanken zu bekämpfen. Selbstzerstörerisch ist, wenn wir zulassen, dass die Presse käuflich wird und keine Gesetze verabschieden, die unterbinden sollen, dass Privatpersonen oder Organisationen große Summen an Medien spenden. Die investigative Plattform Mint Press hatte nämlich vor kurzem aufgedeckt, dass die Bill Gates Stiftung über 319 Millionen Euro an ausgewählte Medien verteilt hat. Der Spiegel soll 5,4 Millionen Euro davon erhalten haben. Selbstzerstörerisch bzw. selbstmörderlich ist, wenn ein 15-jähriges Mädchen von 11 Männern, meistens Migranten, vergewaltigt wird. Bei 9 von ihnen Spermaspuren am Opfer festgestellt werden und dennoch nur ein Täter und das nur vorübergehend in U-Haft kommt. Um diesem abscheulichen, fast jeden Tag an Frauen stattfindenden Verbrechen entgegenwirken zu können, haben die Skandinavier anscheinend das richtige Zaubermittel gefunden. Sie entwickelten einen Tanz mit Gesang, der den Vergewaltiger daran hindern soll, seine Tat zu begehen. Mit diesem Tanz verabschiede ich mich für heute und hoffe, Sie in der nächsten Folge in der gewohnten Themenvielfalt begrüßen zu dürfen. Und bitte denken Sie daran, meine Arbeit wird ausschließlich von Ihrer Unterstützung getragen. In diesem Sinne sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.